Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play Forza Horizon 2. Und ich würde sagen, wir gehen hier direkt mal zur Autotour fortsetzen, zum Horizon Treffpunkt betreten und schauen doch mal, was die Autotour denn so für uns bereithält. Und da haben wir noch zwei Orte, wo wir noch keine drei abgeschlossenen Meisterschaften haben. Das war einmal Saint-Martin und einmal Montelino. Da würde ich sagen, fahren wir doch direkt nach Saint-Martin. Unser Champion hat eine Ansage gemacht. Wir fahren nach Saint-Martin. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich mache diese Folge nochmal ein bisschen selbst entscheiden und dann werde ich auf so Autovorschläge und so ab der nächsten Folge, beziehungsweise dann ab der nächsten Meisterschaft eingehen. Und da haben wir Group B Monsters. Da hätten wir auch schon Fuhrparkautos. Aha. Den Audi Sport Quattro. Ja, da hätte ich schon jetzt mal Bock drauf auf den. Mit dem da bisschen durch die Rallye zu heizen. Das machen wir auch direkt mal. Da werden wir nur, stecken wir da ein bisschen was ins Tuning rein. Eigentlich müsste man den schon original lassen, gell? Eigentlich ja schon, ne? Leute, das eigentlich war was Besonderes. Das Publikum ist beim letzten Rennen richtig durchgedreht. Also, die nächste Etappe unserer Autotour führt uns hoch nach Saint-Martin. Denkt dran, hier geht es nicht ums Rennen, sondern um die Fahrt ins Blaue. Genießt sie. Alter, der geht richtig vorwärts, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also richtig gut vorwärts. Ich würde da bis auf die Lackierung eigentlich an der Kiste fast nichts verändern. Weil der richtig gut vorwärts geht hier. Guckt euch das mal an. Also richtig gut, richtig geil. So. Ich muss hier... Oh, rechts. Oh, shit. Nein, das war nicht gut. Das muss man... Na. Ich habe gedacht, das wäre so ein Zaun, den man umnieten könnte. Aber ging dann doch nicht. So, und da die Autotour, da sind wir ja gleich da. Würde ich sagen, liegen denn hier irgendwo noch so ein paar Fahrspaßlisten oder werden die mir jetzt hier nicht... Ach, die werden mir nicht angezeigt hier, ne? Müssen wir mal gucken, wenn wir dort sind. Vielleicht, dass wir noch so die ein oder andere Fahrspaßliste noch dazu nehmen, weil wir sind ja jetzt... Ja, keine Ahnung, das Video wird keine 5 Minuten dauern, dann sind wir ja schon dort. Wir könnten dann schon das erste Meisterschaftsrennen anfangen. Und das will ich ja jetzt nicht ganz unbedingt. Ah ja, bisschen Cockpit, ne? Oh, shit, das Auto habe ich nicht gesehen. So, aber hier ist dann so... Oh, hier ist dann so eher so Schluss bei 260, ne? Aber warum? Das brauchst du ja auch als... Als Rallye-Auto brauchst du ja eigentlich nicht so eine dolle Top-Speed, muss ich ja jetzt mal ehrlich zugeben. Weil für was? Und 270 ist auch für ein Rallye-Auto schon mehr als genug. Vor allem hier für den Audi Quattro. Für den Ur-Quattro. Ah, da fährt so ein LFA. Aha. Aha. Der ist ja auch gewünscht worden. Den werden wir auch bald mal fahren. Wie gesagt, nächste Folge vielleicht schon. So. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ich nehme lieber... Oh, shit. Den Geradeausweg. So. Dann konnten wir uns doch ganz gut halten. Aber ich würde gerne, wenn das geht, jetzt fängt es mal zu pissen, das Schild... Schild noch mitnehmen. So, wo komme ich denn da am besten hoch? Das Problem ist, dass hier überall Leitplanke ist. Ich da nicht so einfach hochkomme. Naja, dann egal. Dann egal. Dann fahren wir mal hier wieder zurück. So, doch, wir kommen eh vorbei wahrscheinlich, oder? So wie das ausschaut. So wie das ausschaut. Shit. Aua. Ja, wir kommen eh vorbei. Das müsste eigentlich jetzt hier irgendwo stehen. Dahinter wahrscheinlich, oder? Ja, höchst wahrscheinlich. Oh, ist ein 7,5er. Nice. Sehr, sehr schön. Gibt aber leider noch keinen Stufenaufstieg. Leider nicht. So, da kann ich auch leider nicht abkürzen. So, komm. Stoff, Audi. Jawohl. So, und hier schön rauf auf die Autobahn. Jawohl. So, jetzt sind wir ja gleich schon da. In Saint-Martin. So viel Zeit hat man jetzt auch gar nicht mehr. Also so ganz so groß wie rumspielen darfst du da nicht. Vielleicht das ein oder andere Schild suchen, das kannst du da schon machen. Wow, der fährt da mal volle Kanne gegen der Benz.
Weiß gar nicht, was jetzt für einer war. Ich glaube, war es ein C63? Bin mir nicht sicher. Ah, könnte schon sein. So. Jetzt gucken wir mal. Willkommen zur Group B Monsters Meisterschaft. Hier findest du die schrägsten Karosserien beim Horizon. Wähle ein Rennen, um zu beginnen. Alles klar, aber hier sind jetzt nicht so wirklich direkt Fahrspaßlisten. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ja, wie machen wir das jetzt am blödsten, ne? Sollen wir da wirklich mal hier hochfahren? Veneno Blitzer? Mittel? Oder hier runter irgendwo? Lancia Delta schwer? Corvette C7, Fähigkeitbeherrschung Mittel? Hätte eigentlich. Könnten wir eigentlich mal die Folge machen, gell? Aber ich will jetzt erst einmal. Jetzt erstmal das Design und vielleicht noch nur eine Kleinigkeit. Nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Sag mir, was du benötigst. Ja, ja, neues Design finden. Ich will halt die Ur-Quattro-Lackierung, oder? Das muss ja sein. Ja, genau, hier. Da, das ist doch die richtige, glaube ich, oder? Ich glaube schon. So, dann würde ich sagen, machen wir noch was. Ich guck einfach mal. Ich guck, nein, oh, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Ich wollte noch auf Upgrades. Nein, nicht Meisterschafts. Fuhrpark. Upgrades. Komm, Mann. Was kann ich für dich tun? Ja, ich will nur gucken. Ich will nur gucken. Hä, hey, die sind schon. Bin ich mit dem schon mal gefahren? Deswegen ist das so krass? Hä? Fucking serious? Oder ist es irgendeine. Oder ist es irgendeine Sonderedition? Deswegen geht er auch so voran, oder was? Ja, tatsächlich, das ist alles montiert. Oder hat mir der. Oder hat mir den irgendwer von euch geschenkt? Nee, das kann eigentlich nicht sein, oder? Kann eigentlich nicht sein. Nee, ist alles schon montiert. What the fuck? Und Reifen wahrscheinlich auch, oder? Reifenmischung? Ja, da hatte die Storm Island, aber das passt schon. Ja, hat die fettesten Reifen? Oder haben wir. Alter. Oder hab ich schon mal was mit dem gefahren? Aber ich hätte den niemals voll aufgebrezelt, oder? Ich hab doch noch nie Storm Island-Dinger reingepackt. Okay, na gut, dann lassen wir das halt so. Ja, normalerweise, der ist auch nicht normalerweise S1, ne? Schon richtig. So, aber da würde ich sagen, wir fahren jetzt trotzdem mal. Die war schwer, ne? Die will ich vermeiden irgendwie. Die will ich vermeiden. Wie lange dauert denn das? Das ist schon eine ordentliche Strecke, ne? Aber wir haben ja auch ordentlich Speed drauf. Wir haben ja auch ordentlich Speed drauf. Dass wir vielleicht dann die Meisterschaft wieder auf den nächsten Part verschieben. Und ja. Heute uns einfach mal so ein bisschen. Ah, oh, nein, 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 da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, oder? Ne, da ist ein Zaun. So, komm, komm, komm. Ja, guck mal, wie der hier Grip hat in der Wiese. Alter Verwalter. Und hoch. Hoch das Ding. So, oder vielleicht mischen wir das einfach ein bisschen durch. So. Vielleicht mischen wir das einfach ein bisschen durch, dass wir sagen, weil da auch das eine Meisterschaftsrennen ja fast da ist. Ist ja fast dort, um die Ecke sozusagen. Dass wir das einfach so sagen, ja, okay. Oh, shit. Aua, das tut nicht gut. Dass wir einfach sagen, ja, okay, wir fahren jetzt eine Fahrspaßliste, eventuell noch ein und dann noch ein Rennen in der Meisterschaft. Und dann fahren wir einfach im nächsten Part dann nochmal. Oh, oh, das geht nicht gut. Nee, das geht nicht gut. Und dass wir dann einfach im nächsten Part halt die anderen Meisterschaftsrennen noch fahren und den Rest dann. Oh, shit. Und ja, vielleicht noch die eine oder andere Fahrspaßliste. Wäre vielleicht nochmal eine Option. Geiler Sprung. Jetzt mal ehrlich sagen, oh cool, so ein LKW haben wir noch gar nicht hier gesehen. Fahren auf zwei Rädern. Ich glaube, das war eher fahren auf vier. Also fahren auf keinen Rädern, weil das so ein Sprung war, oder? Oh shit. Das tut nicht gut. Ich glaube, da werde ich rechts abkürzen. So. Ja, passt so. So, Veneno. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, Fahrspaßliste ist Nummer 12. Alles klar. Start! Entfesseln Sie die pure Power eines Veneno. Ja, wunderherrlich. Sehr gerne. Das mache ich doch sehr gerne.
So, schlagen Sie das Geschwindigkeitsziel. 282. Alter. Guckt euch mal dieses Geschoss an. Heilige Mutter Maria. Ich hätte gedacht, dass der ein bisschen mehr abgeht irgendwie. 282 müssen wir erreichen. Haben noch 40 Sekunden Zeit. Alles klar, das heißt schon, so gut es geht, Vollgas hier durch und eigentlich nicht über die Piste hier, oder? Oh oh. Ich habe da ein ganz, ganz dummes Gefühl dabei. Der Sprung war schon scheiße. Aber ich glaube, ich muss den so irgendwie nehmen. Nein, 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 nein. Ich komme nicht auf die Straße. Ich muss da auf die Straße kommen. Wieso fahre ich da eigentlich direkt auf die Wiese? Das verstehe ich auch schon nicht. So, das heißt, ich muss ja eigentlich nur ein bisschen weiter nach rechts springen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Aber mich zieht's da automatisch raus. Nee, ich muss das nochmal komplett zurückspülen, liebe Leute, weil ich darf da jetzt gar nicht auf die Wiese raus. Ihr habt das jetzt zwar ein paar Mal versucht, aber ja, das ging nicht. So, ich bin da schon angeeckt. Fuckt mich nicht, wieso. Der hat doch so viel Grip, ey, da kannst du doch hier wunderbar. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Wunderbar eigentlich. Hier durchfahren, jawohl. Oh oh, aber jetzt müssen wir nochmal Speed finden, komm schon. Ah, 600 Meter sollte eigentlich gehen. Komm, komm, komm. Jawohl, sehr schön. Das passt wunderherrlich. Aber ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass der ein bisschen besser abgeht. So, sie haben 287 km/h erreicht. Ja, ein bisschen was an Credits obendrauf. Ein bisschen was an EP obendrauf. Nicht sonderlich viel, aber auch nichts Schlechtes, ne? So, jetzt bin ich mir nochmal am Gucken. Aber von dem machen wir jetzt schon ein Bild, gell? Also, das ist halt schon ein ganz geiles Auto, der Veneno. Ein ganz geiles Auto. Nee, also der ist wirklich richtig nice. 8 haben wir abgeschlossen von, ich glaube 20, oder? 39, what the fuck? So, jetzt machen wir hier doch mal ein schönes Foto von den Zweien. Oder? Wieso habe ich jetzt wieder die andere Lackierung? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Nee, wir machen ohne den Audi. Dass man den nicht hier drauf sieht. Passt. Ich frage mich, wieso ich die andere Lackierung jetzt wieder drauf habe. Wieso? Wieso ist das so? Wieso ist die Banane krumm? So, nein. What the fuck? Nein. Oh Mann. So, liebe Leute. Ja, ich wollte eigentlich auf die Weltkarte. Ich habe das mal ganz kurz rausgecuttet. Wisst ihr Bescheid? Ja, soll man zu der noch hinfahren? Eigentlich wäre es eine Option, ne? So. Gerüchte über einen Scheunenfund. Oh. Hast du das Gerücht schon gehört? In der Nähe von Castelletto soll ein herrenloser Wagen herumstehen. Das ist sehr weit weg, habe ich gerade gesagt, aber war noch gemutet. Nee, aber das ist schon ein bisschen zu weit weg. Deswegen wäre ich da jetzt ja nicht so direkt dabei. Das machen wir irgendwann, wenn wir wieder in der Nähe von Castelletto sind. So, da können wir noch ein bisschen abkürzen, oder? Wir haben nicht umsonst hier dieses Auto. Und ich habe immer noch wieder dieses scheiß Forza-Zeichen-Symbol. Anstatt, dass sie mir die Original-Quadro-Lackierung wieder geben. Alter Schwede, der fliegt hier durch. Unglaublich. Fucking unbelievable. So. Dann sind mal ganz fix aus 4 Kilometern nicht so viel Kilometer geworden. So, es gibt doch gerade nochmal richtig gute Punkte, wenn ich nicht irgendwo gegenfahre. So, Upload. Spielclip aufgezeichnet. Für was denn? Für was? Da ist ein Schild. Sie haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ja, ja, wir müssen sammeln. Wir müssen ja sammeln. Ah, da ist ein Schild, das ich mitnehmen will. So, ein Tausender. Bam. Ah ja, sehr gut. Und wir dürfen direkt nochmal am Rad drehen, am Rad drehen, am Rad drehen. Und... Oh, sehr, sehr nice. 2002 Turbo BMW. Der ist richtig geil. So, aber jetzt komme ich hier nicht hin, oder was? Ach, ist das eine Kacke. Ich möchte irgendwie einen Weg hochfinden. Komm schon, das schaffst du. Ja, komm.
Sehr gut. So. Da hinten ist sie doch, in der C7. Alles klar. Mittel. Mal gucken, was das jetzt für uns bereithält. Steigen Sie in einen Corvette C7 SR und driften Sie wie ein Boss. Okay. Dem Boss hätte jetzt eher den Mustang gepasst, aber egal. So. Zeigen Sie großartige Driftfähigkeit oder großartige E-Driftfähigkeiten. So. Na, wir brauchen großartig. Ja, ja. Wir brauchen noch ein bisschen Speed. So. Oh, 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 oh. Es sind schon drei. What the fuck? Aber muss ich auch ins Ziel kommen oder muss ich nur in der Zeit irgendwie diese 15 schaffen? Brauchen wir halt auch schon irgendwie ein paar Kurven, ne? So. So, hier mal gut quer. Es sind auch schon wieder zwei gewesen. Nein, meine Fresse, bricht der mir das ab. Nee, der war zu wenig. Viel zu wenig Speed gehabt. Na komm schon. Ist ein bisschen behäbig, finde ich. Die C7 hier. Auch vom dritten und vierten. Das ist so ein riesen Loch, in das du da einfach schaltest. So ungefähr. Und dass hier so viel Verkehr ist, meine Fresse. So, jetzt muss ich jetzt was reißen. So. Oh shit, das war nicht so gut. Da habe ich die Handbremse ein bisschen zu viel getippt. So, jetzt brauchen wir erst wieder ein bisschen Speed. Ja, ungefähr die Hälfte, so haben wir. Ich hoffe nicht, dass ich noch zum Zielort fahren muss, weil das wird dann, glaube ich, relativ knapp. Aber egal. So, das sollte eigentlich auch ein guter Drift. Ja, das sind schon 10, alter Schwede. Also wirklich schwierig ist das jetzt nicht. Ich muss nur halt den passenden Winkel finden. So, brauchen nur noch zwei, die holen wir uns jetzt wahrscheinlich hier. Ah, ein noch. Sehr gut. Wunderherrlich, wunderbar geschafft. Starkes Ding. So, Credits, Belohnungen. Ah, oh, da haben wir es gut oben drauf gekriegt. Ja, wie gesagt, die EP. Die haben wir jetzt schon zum größten Teil geholt bei. Den Wheelspin haben wir ja schon geholt. So. Ja, wie gesagt, da müssen wir gucken. Ich denke, wir werden jetzt noch in dieser Folge zurückfahren. Und dann in der nächsten Folge uns dann der Meisterschaft widmen. Nein, Spaß. So, würde ich sagen, fahren wir hier zurück. Aber... So. Ich dachte, ich muss genau in die andere Richtung, oder? Muss ich da nicht da runter? Route wird neu berechnet. Ich kann doch eigentlich... Also, oh. Eigentlich, der hat viel zu viel Dampf. Wow. Okay, in der Nacht wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig hier durch. Aber ich probiere mein Glück. Ich werde mein Glück herausfordern. Es würde wahrscheinlich über Asphalt fünfmal schneller gehen. Aber ist mir egal. Ich habe da jetzt Bock drauf und dann mache ich das so. Ja, es geht ja. Das ist doch viel freie Fläche, nicht so viel Wald. Wie gesagt, so Wälder sind nicht so mein Fall, ne? Wälder sind so absolut nicht mein Fall. So. Aber ich habe schon richtig Bock hier auf den Urquattro. Oh, was ist hier? Das könnte fast eine Scheune sein, ne? Oh, die müssen wir uns mal merken. Das ist auf jeden Fall ein Scheunenfund. Auf jeden Fall. Ja, wo ist San Giovanni, okay. Ja, nordwestlich von San Giovanni. An dem Blitzer. Ach, den haben wir schon. Okay. Ich dachte schon. Oh, shit. Ah, da ist eine Leitplanke, da komme ich jetzt so nicht direkt auf die Autobahn drauf. So, hier aber. Ja, habe jetzt schon gedacht, war richtig geil, dann weiß ich direkt Bescheid, kann ich mir direkt merken. Aber die haben wir schon gehabt. So, die haben wir schon gehabt. Ja, schon leicht fies auf jeden Fall.
So, Rennveranstaltung. So, da wären wir jetzt hin. Oder da wären wir jetzt da. Und, ja, sie haben ihr Ziel erreicht. Aber das werden wir alles erst in der nächsten Folge machen. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, jetzt ein bisschen nicht immer nur alles Meisterschaft. Zwei Fahrspaßlisten haben wir gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann verabschiede ich mich. Sagt ciao, servus und ja, hoffentlich schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Ne? Also, liebe Leute, bis dann.